Küche im Glück. Hier lassen Eva Brenner und Team Nolte Küchenträume wahr werden. Es ist wieder soweit. Eva Brenner ist in Bayern unterwegs, um Familie Hamilton mit einer brandneuen Nolte-Küche zu überraschen. Diesmal gibt es jedoch eine besondere Herzensangelegenheit. Hören wir mal rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küche im Glück. Heute hier aus dem wunderschönen Erlenbach am Main. Hier wohnen unsere aktuellen Gewinner David und Michelle und die beiden werde ich gleich kennenlernen. Das Tolle allerdings ist, dass sie die Küche nicht für sich, sondern für Davids Mutter gewonnen haben und die wollen sie damit überraschen. Mit großem Ideenreichtum ist Eva auf dem Weg zu den Gewinnern. Ein riskanter Umbau steht bevor. Sind die Gewinner sich darüber im Klaren, was die Schwiegermutter sich wünscht? Nun werden die Einzelheiten besprochen. Hallo. Hallo. Ich bin die Eva. Hi, Michelle. Hallo. Hallo, Michelle. Freut mich, euch kennenzulernen. Ebenso. Schön, dass du da bist. Freudig aufgeregt wird sie in Empfang genommen. Jetzt wird alles von Eva abverlangt, um das gewagte Projekt zu planen. Die alte Küche wird begutachtet und der Stil der neuen festgelegt. Also erstmal freue ich mich natürlich super, euch kennenzulernen und mit euch gleich die neue Küche zu planen. Aber das Besondere heute ist ja, wir planen die Küche nicht für euch, sondern für deine Mama, David, für Angelika. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass ihr euch beworben habt? Generell haben wir mal überlegt, dass es mal Zeit wird, dass wir meine Schwiegermama überraschen. Und das war das jetzt einfach die perfekte Idee, dass wir sagen, ich bewerbe mich. Ich habe tatsächlich samstags abends auf der Couch gesessen und habe den Beitrag gesehen und habe mich beworben. Und genau, dann haben wir gewonnen und wollten dadurch dann meine Schwiegermama überraschen. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt interessiert mich natürlich, wie ihr auf den Gedanken gekommen seid, dass sie es verdient hat, dass ihr sie überrascht. Also es gibt ja immer so diesen spontanen Moment, wo man denkt, hey, die Person hat es richtig verdient. Und das war ja offenbar so. Die Küche war jetzt schon 25 Jahre alt und es sollte mal was Neues her. Und die Mama ist aber gerade länger verreist. Das heißt, wir haben auch Zeit, jetzt zwischen Planung und Ausführung alles auszunutzen, nochmal zu kommunizieren und sie letztendlich auch wirklich zu überraschen. Richtig. Genau. Was hat sie denn am meisten an der alten Küche gestört? Ich würde sagen, dass die jetzt einfach schon so alt ist, dass die Fronten, ne, noch so eine Holzfassade haben, dass das einfach alles nicht mehr modern ist und ja, dass einfach alles so in die Jahre gekommen ist. Und wenn ihr die Fronten ansprecht, ist sie so eher der Typ für eine weiße Küche oder könnte es auch farblich werden? Es gibt ja mittlerweile grüne, rote, schwarze Küchen. Oh, ich glaube eher nicht. Nee, also nee, sie mag eher so einen hellen Ton auf jeden Fall. Und schlicht, genau. Also einfach klare Linien und modern. Modern, ganz klar. Auf jeden Fall, ja. Mit Griffen oder eher grifflos? Das glaube ich, grifflos hat sie eher. Ja, wirklich ganz minimalistisch. Ja. Also auch was so Fingertouchen angeht, dass man da gar nicht so viel schrubben muss, sondern einfach immer über die Fläche drüber, dass es da dann sauber bleibt. Mhm. Genau. Aber so ein helles Grau wäre auch denkbar. Ja, auf jeden Fall. Das würde, glaube ich, auch zum restlichen Interieur passen. Ja, ihr habt ja auch diese Fliese durchgängig. Genau, und die hat ja graue Einschlüsse. Ja. So ein bisschen geht es ins Terrakotta, aber dazu passt halt auch sehr schön ein Grau. Da wäre mir persönlich weiß zu hart. Genau. Ja? Wie sieht es mit einer Theke aus? Ist sowas denkbar oder ist das gar nicht so ein Wunsch? Oder Kücheninsel ist ja auch immer so ein Thema. Das ist echt schön. Ja, hat sie schon immer geschwärmt, ne? Dass irgendwo was, dass sie morgens ihren Kaffee trinken kann mit ihrem Mann, bevor er zur Arbeit geht. Genau. Ja, räumlich gibt es das ja her, jetzt nicht eine Riesentheke zu bauen, aber vielleicht, wenn man um die Ecke kommt, könnte ich mir vorstellen. Gerade für den Kaffee. Ja, genau. Oder die Zeitung. Genau. Ja. Und auch wenn man die Einkäufe irgendwo ablegen und sortieren kann, das finde ich auch immer gut, wenn man da ein bisschen mehr Platz hat. Ne? Prima, also eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Wenn noch irgendwas sein sollte, euch irgendwas einfällt, könnt ihr mich natürlich auch anschreiben. Das können wir noch im Nachhinein besprechen. Alles klar, das hört sich nach einem guten Team an. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehe ich in die Planung. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Danke, schön, dass du da bist. Und dann würde ich noch kurz Maß nehmen und dann bin ich auch schon wieder weg. Eva weiß nun alles, was sie wissen muss. Modern, grifflos, hell und genügend Arbeitsfläche. Wir sind tierisch gespannt, was uns erwarten wird bei der neuen Küche, was die Eva und die Firma Nolte uns präsentieren werden. Da bin ich auch immer gespannt. Welcher Küchenstil es letztlich wird, sehen die Gewinner allerdings erst bei der Übergabe.
Im Nolte-Forum in Löhne angekommen, lässt Eva sich von den Eindrücken anregen, um ein harmonisches Küchenerlebnis zu schaffen, das die Wünsche berücksichtigt und gleichzeitig Funktionalität bietet. Helle Küchen können kleine Räume optisch vergrößern oder so wie hier die Größe und Weite dieses Raumes noch mehr betonen. Dabei kann man mit einem klassischen Weißplan aber auch bis hin zu Beige tönen. Ebenso eine helle Küche haben sich unsere Gewinner von Küche im Glück gewünscht und ich bin heute hier im Nolte Forum unterwegs, um Inspirationen zu finden. Fündig wird man hier auf alle Fälle. Diese Küche hier ist sehr modern, sie ist blockhaft gestaltet und auch sehr geradlinig. Und um das nicht zu brechen, haben wir bewusst keine Griffe gewählt, sondern ein griffloses System und das nennt sich bei Nolte Matrix Art. Eva hat mittlerweile eine genaue Vorstellung und das Konzept nimmt langsam Formen an. Ja, da sind sie, die Materialien, die ich brauchte. Inspiration habe ich auch genug und jetzt kann ich an die Feinplanung gehen für unsere Küche unserer Gewinner. Und wie das am Ende aussehen wird, seid gespannt. Es ist an der Zeit, die Gedanken zu Papier zu bringen, damit die Umsetzung der Küchenproduktion am Nolte-Standort beginnen kann. Einige Wochen später in Bayern. Das Team von Nolte Küchen rückt an. Die Kollegen Harald und Frank haben alles fest im Griff. Eva erkundigt sich derweil nach dem Status. Guten Morgen, ihr Fleißigen. Hallo. Hallo, Morgen, Harald. Morgen, Eva. Morgen. Hallo Frank. Wie geht's euch? Ja, gut. Ja? Und selbst? Danke, auch gut. Ja, perfekt. Hochmotiviert. Ich freue mich auf die Küche. Und ich habe schon gesehen, ihr habt euch hier in der Wohnung komplett ausgebreitet. Ja. Habt ihr denn alle Einzelteile schon geprüft? Alle geprüft. War perfekte Anlieferung gestern. Und ja, es läuft. Sehr gut. Das läuft, das höre ich am liebsten. Ihr habt auch schon einige Küchen aufgebaut. Wie viele waren es insgesamt? Ja, wir haben so 7.000 bis 8.000 Küchen. Krass, alles Nolte-Küchen? Alles Nolte. Dann läuft das ja quasi wie im Schlaf hier. Läuft von der Hand, ja. Ja, wunderbar. Ja, steht eigentlich in groben Zügen so, wie es mal werden sollte. Tausende von Küchen, das heißt, die Profis sind am Werk. Eva bespricht noch die letzten Details und weiter geht's. Dann wünsche ich euch frohes Schaffen. Bis später, ja? Ja, danke schön. Bis später. Bis später. So, das sieht doch wunderbar aus. Alle Küchenteile sind da und 25 Jahre Montageerfahrung. Da kann ja quasi nichts schief gehen. Nicht so laut, Eva. Mit Säge und Feingefühl machen die Männer sich wieder an den Aufbau. Ortswechsel. So richtig leben kommt nämlich erst ins Spiel, wenn auch die Details stimmig sind. Hierfür haben wir einen besonderen Dekopartner, denn das Team von Depot hat uns tatkräftig unterstützt. Alles wurde passend aufeinander abgestimmt, um der neuen Küche eine besondere Note zu verleihen. Von der Gewürzmühle über Vorratsdosen bis hin zur Dekoration. Mit den sorgfältig ausgewählten Artikeln entsteht ein harmonisches Gesamtbild. Währenddessen geht der Küchenaufbau weiter. Für das Nolte-Team ist Millimeterarbeit angesagt. Und Eva kann noch mal nach dem Rechten schauen. Hallo, ihr zwei Fleißigen. Ich habe alles bekommen. Wie weit seid ihr? Hallo, Eva. Hallo, lass mal sehen. Wow, ja. Das Licht ist schon an hier bei den schönen Griffleisten. Mhm. Und der Backofen ist auch schon eingesetzt, Kühlschrank auch. Ja, dann sind wir schon langsam in den Endzügen. Das heißt, die Oberschränke macht ihr dann morgen fest, ja? Ja. Oh, alles klar. Und jetzt wird es spannend, jetzt wird das Kochfeld eingesetzt. Ja. Es ist ja vorgefräst seitens von uns, also Nolte, und habe es jetzt auf die Höhe nivelliert, dass es millimetergenau zur Oberfläche passt. Also du hast hier jetzt so kleine Stückchen unterfüttert, damit das gleich plan mit der Arbeitsfläche abschließt. Genau. Und es ist auch wichtig, dass man das im Werk vorfertigt, weil es auch nochmal versiegelt ist, oder? Funktioniert nicht anders, weil wenn man es mit der Oberfräse hier bearbeiten würde, kommt immer Feuchtigkeit in die Platte und quillt dann auf. Und um das zu vermeiden, wird das vorbereitet und zum Schluss noch silikoniert und fertig. Nimmst du da ein spezielles Silikon? Ja, das ist also ein hitzebeständiges Silikon, das bis 240 Grad hitzebeständig ist, damit da nichts passiert. Also kein Baumarkt-Silikon. Das würde hier nicht funktionieren. Alles klar. Also das heißt, da kann ich dir nicht helfen. Ich denke, da bist du der absolute Fachmann. Aber ich möchte gerne ein bisschen zuschauen, wenn ich darf. Ja, genau, ja? Gerne. Hier weiß man ganz genau, was man tut. Eva hat ein bündiges Kochfeld eingeplant. Für solche besonderen Wünsche ist das entsprechende Know-how extrem wichtig.
Weißt du, was ich gedacht habe, Harald? Dass du auch ein wenig von dem Silikon unter die Platte setzt. Also in die Mut rein. Nein, das darf man nicht und sollte man auch nicht, weil sollte das Kochfeld mal beschädigt sein, kann man es nie mehr herausnehmen. So kann man einfach Silikon einschneiden und einfach wieder lösen, um Schäden reparieren zu können. Finale. Die letzten Stunden, bevor die Küche übergeben wird, sind angebrochen. Werden die Handwerker rechtzeitig fertig? Und hat Eva alles so geplant, dass alle Wünsche berücksichtigt sind? Die letzten Details werden vor Ort entschieden. Ich gehe immer ganz gerne drüber, dass die nicht genau abschließen, sondern ich gehe immer gerne ein bisschen weiter rüber. 20, wir hätten einen leichten Überstand. Das fände ich gut. Also ab der Kante hier 20. Jo, ne? Dann machen und wir dann, das. Dann hast du noch genug Halt. Zur Not könnten wir es noch von innen verschrauben, beziehungsweise verschrauben musst du eh von innen. Ja. Tatkräftig packt sie nochmal selbst mit an, sodass alles an Ort und Stelle ist. Allmählich machen sich auch die Gewinner auf den Weg, um die Küche entgegenzunehmen. Davids Mutter befindet sich noch im Urlaub und ist heute leider nicht persönlich vor Ort. Detailverliebt wird der Küche noch eine einladende Atmosphäre verliehen und Eva sorgt dafür, dass alles seinen Platz findet. Auch das Team von Nolte Küchen darf sich nach erfolgreicher Arbeit verabschieden. Also sensationell, 2 Tage, 2 Mann, 1 Küche. Fertig. Sehr schön. Prima, hat gut geklappt. Und ja, gefällt es euch denn auch? Ja, super geworden, das Ergebnis. Passt alles, sitzt alles. Es ist alles da, was man braucht. Staubraum, Wohlfühlbereiche, was zum Sitzen, was zum Kochen. Es war mir eine Freude, mit euch zu arbeiten. Wir sehen uns wieder und ich bin mir sicher, Michelle und Danny werden sich ganz riesig freuen. Bis demnächst. Ja. Danke. Ciao. Tschüss. Selbst Eva hat sichtlich Spaß an der neuen Küche und auch die letzten Gegenstände finden ihren Platz. Michelle und David stehen schon in den Startlöchern und dürfen zum ersten Mal die fertige Küche in Augenschein nehmen. Das hier ist die neue Küche für Angelika. Wow. Die ist ja wunderschön. Oder? Ja. Sieht echt super aus. Mit Theke, ganz viel Stauraum und Arbeitsfläche. Eine helle, moderne Küche. Das, was ihr euch gewünscht habt, mit viel Beleuchtung. Sehr schön. Die Geräte auf ergonomischer Höhe. Ja. Oh wow, da wird so, wie ich es wollte. Wir haben einmal die Kantenbeleuchtung hier von der Griffmulde. Mhm. Wenn das Regal ist beleuchtet. Schaut mal hier. Und das ist natürlich noch mal, das wird dich auch total begeistern, okay, als Elektriker. Pass mal auf. Oh wow. Sehr schön. Oder? Klasse. Oh, super. Und wenn man hier drauf drückt, Knopf drückt, dann geht's wieder zu. Wow. Ja, ist das nicht schön, dass ich wieder gemeinsam mit Nolte Küchen Menschen glücklich machen durfte? Küche im Glück, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man konnte wirklich spüren, wie viel positive Emotionen ein neuer Lebensraum wie dieser hervorrufen kann. Also, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, Angelika wird auch ganz viel Spaß hier in der Küche haben, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Sie Fall. Wird es lieben. Sie wird sich freuen. Ein Hauch von Magie durfte einziehen und die alte Küche ausziehen. Also wir waren einfach nur sprachlos, ich zumindest. Wie war es bei dir? Auch? Ja, auch super. Also einfach überwältigend, was man aus einer Küche machen kann. Ja. Mit indirekter Beleuchtung und viel Arbeitsfläche ist eine helle und moderne Traumküche entstanden. Möchtest auch du so eine wunderschöne Küche gewinnen, dann mach mit beim nächsten Mal, wenn es heißt Küche im Glück. Wir werden auf unseren Social-Media-Kanälen dazu aufrufen, also folgt uns, damit ihr diesen nicht verpasst. Küche im Glück. Hier lassen Eva Brenner und das Team von Nolte Küchenträume wahr werden.